auch wenn das jetzt, seitdem ich spiele, was zugegebenermaßen noch nicht sonderlich lang ist, bisher zum ersten Mal passiert ist. Deswegen war es auch so überraschend. Aber ja. Also, neue Nacht. Wie viel Essen haben wir noch? Wir haben noch jede Menge von den guten Steaks, das ist gut. Kohle. Kohle könnten wir gleich mal ein bisschen einsammeln. Und dann könnte ich auch experimentieren, wie lange das Feuer denn hält mit Kohle. Das hier, da habe ich glaube ich nur ein, zwei reingeworfen. So. Aber ja, viel zu tun. Kohle einsammeln, wir wollten die Goldwaffen noch bauen. Ich will das eine Brettchen noch herstellen. So. Die drei auch noch und jetzt können wir die zweite Kiste bauen. Ich hätte eigentlich ganz gerne eine zweite Kiste direkt daneben. Einfach nur der Übersicht halber und um zu gucken, ob die beiden Kisten sich verbinden. Weil dann könnten auch beide gleichzeitig abbrennen. Na gut, wir arbeiten für die Wissenschaft, also wollen wir erstmal ausprobieren, ob die beiden Kisten sich verbinden. Kiste? Kann man nicht direkt drauf bauen. Nö, keine Minecraft-Anspielung. Na, okay. Was kommt hier rein? Hier rein kommt das Zeug, was hier auf dem Boden liegt, damit es nicht doch irgendwann vielleicht mal verschwindet. So, genau, da rein. Den Rasierer können wir auch reinpacken. So häufig brauchen wir den ja nicht. Wir können da die Tanzapfel reintun. Und die ganzen Steine. Oh, ein 40er Stack. Okay. Die sollten wir mal verbrauchen. Wir hatten irgendwo ein Rezept für Cut Stones. Genau die. 1, 2, 3, 4. Und wir brauchten die Cut Stones für das neue Nachforschedingens. Ne, brauchten wir nicht. Dafür brauchten wir nur 4 Holz. Oh. Ah ne, das ist die normale. Das ist diese Forschungsmaschine. Für das da brauchten wir 4 Cut Stones. 2 Gold, 500 Forschungspunkte und 8 Bretter. Na, das dauert noch. Das heißt, wir packen die Cut Stones erstmal da rein, direkt neben den Stones. Und legen die 4 Gold auch hier rein. Das heißt, die 4 Gold benutzen wir doch erstmal nicht für die besonderen Werkzeuge. Denn ich denke, diese bessere Forschungsmaschine ist ein wenig sinnvoller als mehr Werkzeug. So. Ich wollte auch noch, wo ist die Axt? Die ganzen verbrannten Bäume einmal anhauen. So, und diese Nacht dann ausprobieren, wie lange die Kohle reicht. Normalerweise braucht man ja, um eine Nacht gut durchzustehen, entweder 5 Holzbalken oder 10 Gras. Das heißt, ich werfe gleich einfach mal, sagen wir mal, 3 Stück Kohle rein. Und gucke, ob das für die ganze Nacht reicht. So. Ja, der hat gut was angerichtet. Oder wir haben gut was angerichtet. War ja meine Idee, ihn anzuzünden. Auch wenn das irgendwie nicht wirklich viel gebracht zu haben scheint. Aber naja. Auch eine Art, die ganze Gegend hier ein wenig aufzuräumen. So, 9 Stück Kohle, keine Axt mehr. Neue Axt. Die braucht ja Gott sei Dank nur einen Flint. Ich fühle mich, als hätte ich das verhindern können. Ja, du hast gar keine Schuld. Mach dir keine Sorgen. Das ist alles meine Schuld. Du bist bloß die Puppe an meinen Fäden. Oder so ähnlich. Haben wir Platz für Samen? Ja. Wir haben nur leider keinen Platz mehr für den ganzen Dünger. Aber da haben wir ja auch genug. Was mir gerade so einfällt, wir haben davon mehr als genug. Ich sollte mal zwischendurch ein wenig was auf die Felder werfen. So, muss irgendwas davon gedüngt werden? Ja, du und du. 2 neue Samen rein, da und da. Und jetzt mal ein wenig manuell düngen. Ich guck mal, wie viel Dünger eine Pflanze braucht vom Einpflanzen bis zum Fertigen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay. Nicht hinwerfen. Wir wollen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück.
Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein Durian. Weiß ich nicht, was es ist, aber wir kriegen Hunger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, ja, das ist das letzte Stück Hasenfleisch. So, ich hätte gerne eine Kiste nur mit den ganzen verschiedenen Essenssachen. Die Kiste bietet sich dafür ja schon fast an. Das heißt, die Wolle kommt nochmal irgendwo hier auf den Boden. Und dafür nehmen wir die Maiskolben mit. So, Maiskolben, Maiskolben. Also die linke Kiste ist Ressourcen, die rechte Kiste ist Nahrung und anderes Biozeug. Dann kommt hier noch eine zweite Biokiste hin, denn es gibt sehr viele verschiedene Nahrungen. So. Und wir brauchen wieder neue Samen. Komm schon, Vögelchen, bringt doch mal ein paar Samen vorbei. Beeren sind auch neu gewachsen, sehr schön. Das heißt, die müssen wir gleich auch wieder düngen. Nee, müssen wir nicht. Oh, das ist ja schön. Also nachdem wir die Pflanzen einmal in den Boden gesetzt haben, muss man sie wohl nur einmal düngen und dann produzieren sie immer wieder neue Beeren. Das ist ja sehr praktisch. Oh, neue Samen. Dankeschön, Vogelchen. Dich pflanzen wir mal da ein. Und dich bauen wir noch nicht ab, weil wir das Feld eh noch nicht wirklich brauchen. Und es wird schon wieder Nacht. Ja. Holzhacken. Und vielleicht die Kohle ausprobieren. So. Eins, zwei, drei Stück Kohle. Auch wenn das nicht so aussieht, wenn es heller brennen würde als das Holz. Was ja auch Sinn macht. Kohle glüht eigentlich nur. Muss man es vielleicht kombinieren? Kann man Kohle mit Holz kombinieren? Um irgendwelche Zünderlinge herzustellen? Nee. Allgemein kombinieren im Inventar geht, glaube ich, gar nicht. Kann man das so vielleicht? Nee. Na gut, wir essen erstmal unser letztes Hasenfleisch. Rösten drei Beeren. Die können den Tag über essen. So. Und was machen wir noch? Goldwaffe wollten wir nicht herstellen. Wir können die ganzen Stumpen aus der Erde holen. Und eine neue Schaufel basteln. Und ich sollte morgen echt losgehen auf die erste Insel. Nicht um Hasen zu jagen, sondern um jede Menge Gasbüschel zu holen. Denn ich hätte ganz gern ein Netz für die Schmetterlinge einmal und ein Netz für diese Fireflies. Um zu gucken, was wir damit noch so alles anstellen können. Also zum Beispiel unsere Kürbislaterne bauen. Wäre ganz nett, wenn die durchgehend brennen würde. Aber ich glaube, das ist übertrieben. Dann bräuchten wir gar kein Holz oder Kohle oder sonst irgendwas mehr fürs Lagerfeuer. So, ganz schön dunkel und es ist gleich alle. Ich werfe mal zwei Kohle nach. Das heißt, wir haben jetzt fünf Kohle reingeschmissen. Wenn es genauso stark wäre wie Holz, müsste es reichen bis zum Ende der Nacht. Wenn nicht, dann nicht. So, dich nehmen wir noch mit, dich auch. Wir brauchen noch 8 Bretter für die bessere Forschungsmaschine. Das sind 8x6, 48 Stück Holz. Das ist ordentlich. Wir sollten mal ein paar neue Bäume hier setzen, innerhalb unseres Lichtradiuses, damit wir nachts was zu tun haben. Also nehmen wir hier, mit Steuerung einmal raufgedrückt. 14 Stück, das ist eine Menge. So pflanzen, dass sie nicht aus Versehen sich gegenseitig anzünden können. Ich denke mal, das müsste reichen an Abstand. Obwohl das unten, als der wandelnde Baum gebrannt hat, doch sich ziemlich gut verteilt hat. Also mache ich einfach mal eine kleine Kolonie hier, die ruhig abbrennen kann. Eine kleine Kolonie hier. Da muss ich echt ein bisschen mehr experimentieren. Weil jetzt habe ich keine Ahnung, wie sich das Feuer ausbreitet. Ich bin meistens einfach nur panisch dann rumgerannt. Also ja, die 3 Kohle haben gereicht. Also insgesamt die 5 Kohle. Ist wohl ungefähr gleichwertig mit Holz. Vielleicht ein
Ticken besser. Aber wenn, dann echt nur minimal. So, der Tannenzapfen zurück. Wir wollen zu den Hasen. Schaufel haben wir schon im Inventar. Sehr schön. Die Stöckchenpflanzen. Würde ich auch gerne ein paar mehr im Lager haben. Aber die können wir jederzeit auch von hier holen. Die brauchen wir also nicht. Und ich laufe in die falsche Richtung. Wir müssen nämlich nach ungefähr Osten. Ja, hier ist okay. Und ich sehe da rechts von uns auch noch einen Bärenbusch auf der Karte. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Unter uns? Da ist er doch. Du kommst mit. Eins, zwei. So, Weg folgen und zurück zu unseren Hasen, / Grasbüscheln. Und eventuell sollten wir dann auch mal unser altes Lager überprüfen, ob da noch irgendwas drin ist, was wir mitnehmen sollten ins neue. Denn unser zweites Lager mausert sich ja inzwischen so richtig schön zu unserem Hauptquartier. Das heißt, wir haben eigentlich kaum noch Gründe, zum ersten Lager zurückzulaufen, nachdem wir das Gras jetzt geholt haben. Und noch jede Menge Bärensträucher, wenn ich das so richtig sehe. Ja, die können wir auch mitnehmen. Oh ja, wenn wir die mitgenommen haben, dann brauchen wir das erste Lager gar nicht mehr. Die Nahrungsversorgung scheint ja da drüben auch inzwischen in Gang zu kommen. Da wir halt immer manuell düngen können, um irgendwelche Gemüsearten zu bekommen. Also ja, den Weg müssten wir nicht mehr allzu häufig hier gehen. Ah, danke, noch mehr Samen. Das könnte der Knackpunkt werden, dass wir nicht genug Samen bekommen von den Vögeln. Oh, Spinneneier. Ja, nee, das lassen wir erstmal. Yeah. Die Samen bitte einmal essen. Und ich hoffe mal, die brechen da jetzt nicht aus. Mitten am Tag. Aber schau gut aus. So, du kommst mit. Nicht aus Versehen anstupsen. Klick, klick. Ah, sehr schön. Muss ja nicht sein. Oh, und wir sollten unbedingt, so schnell wir die Ressourcen haben, eine neue Rüstung bauen. Einfach nur, um zu verhindern, dass irgendein Baum uns one-hittet, wenn wir einmal was abhauen wollen, abhacken wollen. So. 4 Grassohlen können wir noch mitnehmen. Danach sind die Büsche dran. So. Dich nehme mit. Die Beeren werden wir leider liegen lassen müssen. Obwohl, wir haben jetzt 61. Ich esse mal die gebratenen Beeren. 87. 100. Ah, okay. Dann können wir die doch mitnehmen. So, unser Lager ist Süd-Südost. Da so ungefähr. Überall Baumstumpen. Ja, hier sind wir richtig. So, unser Lagerfeuer. Ein paar Samen, die kommen schon mal mit. Und was sagt die Kiste? Die Kiste hat jede Menge... Also das Flint nehme ich jetzt endlich mal mit. Essen kann drin bleiben. Das Holz nehme ich mit, so gut es geht. Also fast gar nicht. Eventuell sollte ich auch in dem anderen Lager, wenn wir wieder da sind, den Hammer erforschen. Dann könnten wir hier die Kiste abbauen. Aber, allgemein bräuchten wir noch Platz für... Ja, die Blumen nicht unbedingt, aber das Essen würde ich schon gerne mitnehmen. Na gut, wir arbeiten einfach hier den Tag über noch ein wenig weiter. Verbringen dann hier die Nacht. Und nehmen dann morgen ein paar von den Ressourcen mit. So, Grassohlen, eine fehlt noch. Und dann sollten wir gucken, wo die nächsten Büsche sind. Da unten ist ein Bärenbusch. Hier. Du kommst mit. Und wenn wir wieder im Basislager Nummer 2 sind, muss ich unbedingt daran denken, die Bärenbüsche nicht alle auf einem Haufen zu bauen. Am besten auf einem ganz anderen... auf der ganz anderen Seite des Lagers oder irgendwo anders, einfach auf der Insel. Ich kann ja zwischendurch einfach mal 1-2 Schritte weggehen vom Lager und da die Ressourcen holen. Es muss ja nicht einmal alles ganz direkt auf einem Haufen sein. Denn wenn es alles direkt auf einem Haufen ist, dann passiert das wie letztes Mal. Das wäre ja nicht so toll. So, Nacht bricht gleich herein.
kriegen wir noch ein... Oh. Ein Flint, der auf dem Boden liegt, kommt immer mit. Und einen Bärenbusch nehmen wir auch noch. Okay, zwei Bärenbusche nehmen wir auch noch. Ah, Schaufel kaputt. Nee, komm. Schnell zurück, bevor da irgendwas passiert. Wir haben zwar eine Fackel, um die letzten Meter eventuell noch zu überstehen, aber ich glaube, das schaffen wir auch so.